Ja, liebe Freunde, ich bin's. Ich habe mir mal ein paar Gedanken zu Gesara und Nesara gemacht und denke, es könnte euch interessieren oder zumindest wäre mein Wunsch, dass ihr ein bisschen darüber nachdenkt. Es wird ja viel darüber geredet und die Menschen haben riesige Hoffnungen in diesen globalen Currency, also Währungs Reform Act, wo dann alles auf Edelmetall, also Gold, Silber und Platin basiert und die ganzen Fake-Geldgeschichten dann vorbei wären. Keine Steuern mehr, bis auf eine kleine 14-prozentige Steuer auf nicht essentielle Dinge, aber sonst die totale finanzielle Freiheit, Wohlstand für alle. Erlass aller Schulden und spätestens da muss man sich mal überlegen, was heißt denn das? Erlass aller Schulden. Da freuen sich natürlich ein paar von uns. Aber ganz ehrlich, wer hat die meisten Schulden? Aha. Und denen werden die Schulden. So kann man natürlich auch super neu von vorne anfangen. Man macht als Bank oder als Geldinstitut einfach Aber und aber Milliarden Schulden und irgendwann wird es dann einfach gelöscht. Nicht schlecht ist dieser Deal also, wie man sieht, vor allem für die, die mega mächtige Schulden haben. Zum Beispiel der Staat. Natürlich haben alle oder fast alle Länder dieser Welt in diesen Gesara Act zugestimmt, eingestimmt, weil wer will schon Schulden haben? Alle würden gerne von vorne anfangen. Natürlich auch ich stell mir eine Welt, wo keiner mehr Geldprobleme hat, super vor. Aber woher kommt denn das Geld, welches dann neu sein wird und welches durch Gold, Silber und Platin gedeckt ist? Wer gibt uns das? Wer bringt uns die versprochenen neuen Technologien? Es wird ja von einem goldenen Zeitalter geredet, wo Reichtum und Wohlstand und ewige Gesundheit und nahezu schon ein ewiges Leben propagiert wird. Wer gibt uns das? Und vor allem, was sind wir, wenn uns das jemand gibt? In erster Linie sind wir abhängig. Und da würde ich gerne wissen, von wem. Natürlich ist es schön, wenn alles erneuert wird, aber wer ist dann danach an der Macht? Ihr glaubt wohl nicht, dass alle Regierungen, Schattenregierungen, die Kabale, die Illuminaten und so weiter, dass die über Jahrtausende ihr System aufgebaut haben, dieses einfach zusammenbrechen lassen, ohne dass ein Plan dahinter ist. Ich weiß es nicht wirklich, ob das tatsächlich eine gute Sache ist oder eine Mogelpackung. Früher hat man gesagt, die Honigfalle. Ist es Honig, wenn du hörst, du musst keine Steuern mehr bezahlen, keine Versicherungen mehr, keine Miete und du hättest genügend Geld, um dir alles leisten zu können, was immer du willst. Die Medizin ist so weit fortgeschritten plötzlich, dass alle Krankheiten geheilt werden. Kostenlos natürlich. Keiner muss mehr arbeiten. Jeder arbeitet nur noch das, was er will. Klingt das für dich wie Honig? Also für mich auf jeden Fall. Und deshalb bin ich vorsichtig, weil es tönt fast schon zu gut, um nicht irgendwo doch einen Haken zu haben. Ich weiß nicht, ob es einen hat. Ich sage, ich behaupte gar nichts. Ich habe mir nur Gedanken gemacht und würde mal abwarten, wenn das umgesetzt wird, welche Bedingungen daran geknüpft werden. Also ich unterschreibe nichts, was mich in einen goldenen Käfig bringt. Natürlich ist unser Käfig, in dem wir alle jetzt schon sitzen, nicht der schönste. Aber was nützt es uns, wenn wir jetzt in die nächste Dimension gehen wollen oder höher steigen wollen, spirituell wachsen wollen und so weiter, was nützt es uns, einfach in einen goldenen Käfig reinzusitzen? Sind wir dann freier? Nein, es ist nur schöner, aber es ist nicht freier. Und es geht letztlich, und das wird in dieser
Gesara-Geschichte und Nesara nirgendwo erwähnt, die Freiheit der Menschen. Was ist mit der Freiheit? Was nützt mir Wohlstand, Reichtum, Gesundheit, wenn ich nicht frei bin? Versteht ihr, was ich meine? Also lasst euch nicht einfach so von all dem, was so toll klingt, übertölpeln, sondern schaut genau hin, beobachtet, freut euch nicht zu früh, macht jetzt nicht tonnenweise Schulden, nur weil ihr hofft, dass demnächst alle Schulden dann gelöscht werden. Bleibt integer, bleibt vernünftig, bleibt einfach auf eurem Weg weiterhin und werdet nicht euphorisch. Denn woher kommt das Ganze denn so schnell? Die hätten das ja schon seit ewigen Zeiten machen können. Einfach zu sagen, ja, weil die Schwingung sich erhöht hat, da wäre ich vorsichtig. Wir erhöhen die Schwingung auf dieser Erde schon, seit wir da sind. Ja, natürlich kann man irgendwann einen Punkt erreichen, an dem das Ganze kippt. Da habe ich auch nichts dagegen. Im Gegenteil, dafür bin ich ja. Aber ich will nicht in eine Honigfalle kippen. Weil da wieder rauszukommen, ist viel schwieriger, als aus einem schmutzigen Tümpel wieder rauszukommen. Weil dort merkt man, dass es unangenehm ist und unschön. Im goldenen Käfig merken wir das nicht mehr. Da fühlen wir uns zu Beginn einfach mal wohl, weil wir die alten Probleme nicht mehr haben. Aber der Visionär stellt sich immer die Frage nach den neuen Problemen. Er sieht natürlich auch die Möglichkeiten, das ist ganz klar. Aber wenn die Möglichkeiten von außen kommen, so wie mit Gesara und Nesara jetzt, müssen wir einfach vorsichtig sein. Das will ich euch gerne mit auf den Weg geben. Kommt es gut? Super. Ich bin der Erste, der applaudiert. Aber ich bin nicht der Erste, der springt, bevor er das Kleingedruckte nicht gelesen hat. In diesem Sinne, bleibt wachsam, offen und freudig, aber trotzdem schaut weiterhin ganz genau hin, unterschreibt nichts, registriert nichts, wo ihr das Kleingedruckte nicht gelesen und wirklich von Herzen her einverstanden seid. Welche Bedingungen, sagen sie dir wahrscheinlich erst dann, wenn es soweit ist. Bisher ist es verdächtig, dass man im gesamten Internet zu 99,9% nichts Negatives über Gesara oder Nesara findet. Das ist wie bei gewissen Leuten. Da kann man googeln und man findet nichts Schlechtes. Keine Gegenmeinung. Und das ist immer verdächtig. Also, bleibt wach und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch das Beste der Welt. Ciao.